Mir ist beim Schauen von all diesen Wahlvideos aufgefallen, es gibt glaube ich, so ungeschriebene Gesetze, wie man so ein Video machen muss. Ich glaube, grundsätzlich muss man 5 Punkte einhalten. Oder erstens, es braucht einen knackigen Einstieg. Ich bin Andrea Knellwolf. Knackig finden die meisten Kandidatinnen und Kandidaten, wenn sie am Anfang einfach laut und deutlich ihren Namen sagen. Ich bin Andrea Knellwolf. Mein Name ist Nico Zabrisch. Ich bin Vera Stifler. Ich bin Martin Bundi, 39 Jahre alt, wohne mit meinen 4 Frauen in Trimolin. Ein Politiker mit 4 Frauen, der nicht in der CVP ist. Ja, das ist ein knackiger Einstieg. Denn als zweites ist es natürlich wichtig, dass man für sein Video einfach auch die richtige Location wählt. Wir wohnen hier im Limpachtal in einer sehr ruhigen Lage. In einer schönen Lage, zur Nacht gehört praktisch kein Geräusch. Also wunderschön. Der Werner Salzmann von der SVP sagt sich wahrscheinlich, du lieber neben einer Abfallmulde wohnen als neben einem Asylantenheim. Ja, es empfiehlt sich wirklich ein natürlicher, ein ruhiger Hintergrund. Der Bruno trifft ist eine Sendereihe, wo es darum geht, Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, unseren Nationalratskandidaten Bruno Rudolf näher zu bringen. Das im Hintergrund war übrigens wieder der Hügel von Baden. Einfach bevor die Parteien gerodet und ihre Plakate draufgepflanzt haben. Also ich weiss nicht, wie es euch geht, aber also, mich hat der Wald extrem abgelenkt im Hintergrund. Also, in meinem Kopf war das Video so. Als drittes braucht man natürlich eine gute Referenz. Oder jemand, der sagt, warum er die richtige Person ist für den Nationalrat. Bruno, du gehst schon. Nicht nur als Feldschiesser, so viel ich weiss, bist du auch ein effektiver 300-Meter-Schütze bei den Rheinischen Kameraden. Und da kann man brauchen. Ja, ja. Ja, ja. Wobei, also, wenn der Bruno von der SVP im Nationalrat gewählt werden würde, muss er nicht auf 300 Meter spezialisiert sein. Oder die Linken sitzen im Saal viel näher. Viertens. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, Requisiten. Requisiten, die möglichst gut zum Kernanliegen passen. Oder? Für eine grüne Schweizer Politikerin, die den Klimawandel bekämpfen will, da würde ich jetzt empfehlen, einen Toblerone, einen Eiswürfel, vielleicht noch eine Taucherbrille und einen Bunsenbrenner. Heiss, kalt. Und jetzt geben wir noch eine Sommer-Rekordtemperatur. Jetzt schaut mal, was mit unseren Alpen passiert. Wenn die Politik nichts macht. Ich habe immer gemeint, die Grünen seien gegen Food Waste. Aber wenn man als FDPler zeigen will, dass man sich gegen den Klimawandel einsetzt, dann ist die Wahl von Verkehrsmitteln natürlich wirklich wichtig. Ob geschäftlich oder mit der Familie, ich bin eigentlich immer mit dem Velo unterwegs. Als FDP-Klimaschützerin sollte man in seinem Wahlvideo eigentlich am gescheitsten permanent auf dem Velo sitzen. Best of. Oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum das weiß ich nicht genau. Ein Freisinniger auf dem Velo oder, wie man es politisch korrekt sagt, ein Grünliberaler. Velo ist bei der FDP. Als Jungfreisinniger, da nimmst du natürlich ein anderes Requisit. Ein Jungfreisinniger auf Drogen. Come on. Nein, ganz ehrlich. Ein Jungfreisinniger auf Drogen. Also das Härteste, das ein Jungfreisinniger in seinem Leben je konsumiert hat, ist von Simbabwe ein Sharks Fisherman's Friend. Schau jetzt was du konsumieren willst und wähl Jungfreisinnige im Nationalrat. Krass, seit wann ist der Cedric Wermuth bei den Jungfreisinnigen? Aber ich glaube, die Jungfreisinnigen wollen uns mit dem Video sagen, man kann sie einfach wirklich nur wählen, wenn man völlig stoned ist. Aber weiter. Fünftens, man sagt, was man verändern will. Ich kandidiere für die Nationalratswahl, wenn ich gerne möchte, mein Basel-Modell und die Stimme von Basel mehr auf Bern bringen. Ja, das klingt gut. Was ist denn dein Basler Modell? Da hat es Leute im Bikini, da hat es blutige Menschen. Das finde ich fantastisch. Wählen Sie mich. Ich glaube, sie hat vorher mit den Jungfreisinnigen zusammen einen Bon reingezogen. Es ist fantastisch. Es braucht einen knackigen Einstieg, einen natürlichen Hintergrund, das richtige Requisit, eine gute Referenz und eine Message. Oder? Es braucht 5 Sachen, wenn man gewählt werden will. Und ja, ich stelle mich ja auch jeden Sonntag zur Wahl im Fernsehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe wegen diesen Videos jetzt gerade extrem viel gelernt. Und ich finde es immer super, wenn man etwas gelernt hat, dass man es dann einfach auch gerade anwenden kann. Darum, ich weiss nicht, Regie, sind ihr ready? Wir sind bereit. Super, Karin. Dann würde ich sagen, am Anfang Musik, bitte. Genau, und Hintergrund.
gut. Andi, du kannst kommen. Den Namen einblenden. Ich bin der Michael Elsner. Ich bin Zucker und lebe mit meinen vier Frauen im Fernsehstudio. Das wüsste ich aber! Renato, ich fahre Velo, wenn du mir etwas geben willst, musst du rennen. Michi, du gehst ja nicht nur ans Feld schiessen, so viel ich weiss, bist du ein effektiver 300-Meter-Schütz. Und das kann man auch in deiner Sendung brauchen. Ja, ja. Also ich möchte gerne das Zugermodell ins Fernsehen bringen. Im Zug, da hat es Leute mit Bikini, da hat es blutige Menschen. Das finde ich fantastisch. Entscheid selber, was du konsumieren willst. Wähl Late Update, jeden Sonntagabend auf SRF 1. Das ist schon nicht richtig, Madonna.